Wie habe ich dieses Game vermisst? Der Klassiker, der Über-Ego-Shooter von Crytek aus dem Jahr 2007. Das Spiel, das seit seinem Release die GPU-Herzen aller PCs zum Schmelzen bringt. Das Spiel, das seiner Zeit weit voraus war. Zumindest was die Technik und das Design angeht. Die Rede ist natürlich von, naja, ihr habt es ja im Videotitel vielleicht auch gesehen, Crysis. Von einigen als glorifizierte Tech-Demo verunglimpft, von mir und auch anderen geliebt für sein offenes Sandbox-Missionsdesign und der tollen Atmosphäre. Ach ja, und dem Multiplayer. Aber das ist natürlich ein Thema für sich. Der erste Teil der Trilogie war in der Vergangenheit ein echter technischer Meilenstein. Die CryEngine hat der Quake bzw. It Tech Engine und auch der Unreal Engine immer die Stirn bieten können und war der Konkurrenz damals sogar ein paar Schritte voraus. Crysis hatte immer einen Platz in meinem Herzen. Aber kann das unter Fans in Ungnade gefallene Remaster, das seit September 2020 für den PC erhältlich ist, nun endlich nach einem Jahr der Weiterentwicklung, Patches und Verbesserungen die Kritiker überzeugen? Finden wir es raus. Hallo Internet, hallo Nino. Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Video. Danke nochmal an Crytek, die mir einen Key für dieses Spiel zur Verfügung gestellt haben. Full Disclosure, das Video ist in dem Sinn aber nicht gesponsert. Ich hatte eh schon einen, da ich es mir damals direkt zum Release im Epic Game Store gekauft habe. Daher werde ich meinen Key, den ich habe, bzw. die Keys, die ich von Crytek bekommen habe, im Lauf der Zeit in einem Gewinnspiel oder in einem Livestream an euch weitergeben. Danke nochmal an Crytek an dieser Stelle, die das dann möglich gemacht haben. Dazu mehr in der Zukunft. Crytek, die ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main haben und auch verantwortlich sind für das grafisch imposante Rise Son of Rome und den Multiplayer-Hit Hunt Showdown, publishen den Klassiker Crysis nun endlich in seiner Remastered-Version auf Steam und das Ganze sogar ohne de novo Kopierschutz. Thank God! Entwickelt wurde das Remaster übrigens nicht direkt von Crytek selbst, sondern von Saber Interactive. Das amerikanische Entwicklerstudio sitzt übrigens auch an den Remaster-Versionen von Crysis 2 und 3, die ebenfalls im Oktober 2021 noch erscheinen sollen. Die Crysis Remastered Edition ist, wie von mir angesprochen, damals schon im September 2020 im Epic Games Store exklusiv für ein Jahr erschienen und jetzt am 17. September auf Steam erschienen. Das Remaster ist ebenfalls auf der PlayStation und Xbox-Plattform erschienen und sogar auf der Nintendo Switch. Grundlage für die Spieleentwicklung war die bereits zuvor vorhandene Konsolenversion, was sich unter anderem im Fehlen des Levels Ascension bemerkbar gemacht hat. Ich weiß, Crytek und Saber Interactive haben viel Kritik aus der Community geerntet dafür, auch von mir. Ich habe mich so krass gefreut auf das Remaster, da ich ein riesen Crysis-Fan bin und hatte es sogar damals in einem Livestream gespielt, nur um irgendwie enttäuscht zu werden. Ich war nach kurzer Zeit mit dem Game, so wie viele andere auch, ernüchtert und auch etwas verwundert, dass so eine Version von diesem extremen Klassiker auf uns losgelassen wird. Nach etwas Erstaunen und Frustration folgte, was folgen musste. Crysis Remaster war bei mir als nett gemeint und schlecht ausgeführt abgestempelt und fing an Staub zu fangen in der Epic Games Store Library. Dort hat es sich dann eingereiht, neben den ganzen anderen Free Games, die ich so auf dem Epic Games Store gejagt und gesammelt habe. Aber in diesem Video möchte ich auch nicht zu viel darauf eingehen, wie toll das Remastered ist und dass ihr es euch unbedingt holen solltet oder was jetzt die Story ist und was ihr genau im Spiel macht. Ich glaube, das ist soweit bekannt. Lasst mich versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und euch eine Kurzversion davon zu geben, was hinter den Kulissen passiert sein könnte. Das ist kein Leak oder sowas in der Art, sondern ein, wie nennt man es im Englischen, educated guess, eine auf Erfahrung gestützte Vermutung. Ich denke mal nicht, dass die Entwickler böse Absichten hatten oder auch haben. Es wird wahrscheinlich technische, aber auch vielleicht strategische Gründe gehabt haben, warum Crytek und Saber die Konsolenversion geremastert haben und nicht die PC-Version. Ich möchte euch auch mal die andere Seite zeigen, wie es zu solchen Entscheidungen kommen kann. Und nicht immer nur blind drauf loshaten oder alles ohne Grund einfach in den Himmel loben. Es gibt immer viele Phasen in der Spieleentwicklung. Die einfachste ist es, ein Spiel zu entwickeln, die schwerste, ein Spiel zu veröffentlichen.
Obendrauf kommen verschiedene Interessen seitens Publisher und Entwickler, wie viel Zeit ein Entwickler braucht, wie groß und aufwendig die Entwicklung wird, wann ist das Release-Date und andere Aspekte wie das Vermarkten und Vertreiben des Spiels müssen natürlich berücksichtigt werden. Auch die Hardware, auf die gesetzt werden soll, ist sehr entscheidend. Wer kann zum Beispiel einen Port auf die Switch von so einem Titel machen? Wer ist denn sowas spezialisiert und kriegt das in dieser und jener Zeit zu diesem und jenem Budget hin? Ihr merkt schon, ich bin mal wieder in meine Game Dev Hausschuhe geschlüpft und habe versucht, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen und zu verstehen, wieso eine Entscheidung dann doch zustande kommen kann. Ich bin mir sicher, dass Crytek und die Entwickler sich genau angeschaut haben, welche Version sich besser eignet für einen Remaster. Garantiert. Wahrscheinlich war es wirklich effizienter für die Entwickler und vielleicht auch im ersten Moment einfacher, die Konsolenversion auf die neuen Systeme zu portieren und zu upgraden. Vielleicht einfacher, als die PC-Version so anzupassen, eventuell sogar downzugraden, Inhalte wegzunehmen, sodass diese dann überall auf allen Systemen läuft. Vielleicht war aber auch das genau das Problem, denn in meiner persönlichen Designarbeit sage ich meinen Kunden zwar immer, etwas wegschneiden ist einfacher, wie aus dem Nichts etwas dazu zu erfinden, aber in der Spieleentwicklung ist es genau umgekehrt. Upgraden ist einfacher wie downgraden. Darum ist man wahrscheinlich auch mit einer etwas, ich nenne es jetzt mal, einfacheren Konsolenversion gestartet. Da man die Annahme gemacht hat, dass man auf diese einfacher aufbauen kann. Aber vielleicht war es auch eine wirtschaftliche Entscheidung, mit der die Entwickler überhaupt nichts zu tun hatten. Es hieß einfach, ey, wir brauchen eine Version, die auf allen erdenklichen Plattformen läuft, damit wir am meisten Profit machen können, damit wir die Gehälter und Weiterentwicklung von anderen Titeln und der Engine finanzieren können. Ihr seht, es ist nicht immer nur eine böse Absicht dahinter. Es kann viele Aspekte geben, die Einfluss darauf haben, dass ein Spiel erscheint, wie es nun mal erscheint. Und sicher, manchmal überschätzt man sich und seine Fähigkeiten auch und muss den Schlamassel dann hinterher ausbaden. Nichtsdestotrotz ist Crysis zurück in den Köpfen und auch das ist schon mal extrem positiv für mich. Denn insgeheim wünsche ich mir eigentlich ein richtiges Crysis 4 mit Multiplayer und allem drum und dran. A man can dream. Aber bis es soweit ist, werde ich mir die Zeit mit den Remastern um die Ohren schlagen, denn ich muss sagen, die neue Engine begeistert mich schon. Der Grafikmotor wurde mit einer Vielzahl neuer Effekte gepimpt, darunter etwa Crytek's voxelbasierte globale Beleuchtung oder kurz SVOGI, Sparse Voxel Global Illumination. Ja, so heißt das. Die unter anderem bereits in Kingdom Come Deliverance und Hunt Showdown für eben sehr stimmige Beleuchtung gesorgt hat. Oh yeah. Mein Game Dev Herz schlägt direkt höher. Und ich weiß, das ist alles sehr technisch und die meisten werden wahrscheinlich nur Chinesisch verstanden haben, aber man, das ist technisch vom Allerfeinsten. Alles in allem also nochmal kurz für euch in einfachen Worten zusammengefasst. Es gibt ein neues Beleuchtungssystem, welches unter anderem Raytracing ermöglicht, verbesserte Wasserdarstellung, teils verbesserte Texturen und verbesserte Parallax-Effekte, neue Auflösungen, die bis zu 8K reichen, vorausgesetzt ihr habt natürlich die Hardware dafür, verbesserte Partikeleffekte und verbesserte Explosionseffekte. Das auf dem Blatt ist eigentlich schon mal extrem nice. Aber es gab extrem viele Bugs zum Anfang in dem Spiel, es gab fehlende Features und. In einem ersten Patch, der im September 2020 erschienen ist, wurden viele dieser kritischen Fehler und Details behoben und Features, die man von der PC-Version kennt, zurückgebracht. So wurde das nach links und rechts zur Seite lehnen und eine dedizierte Granatentaste wieder implementiert. Ich weiß, das sind eigentlich No-Brainer und die sollten von Anfang an drin gewesen sein, aber naja, sei es drum, sie haben es ja direkt im September wieder reingepatcht. Auch eine übertrieben helle Darstellung in den Tagesleveln wurde behoben, denn am Anfang hatten sie auch diese neue Engine noch nicht so richtig im Griff. Und auch das freie Speichern auf dem PC ist vollständig entfernt worden und wurde bis jetzt auch noch nicht zurückgebracht. Es gibt halt jetzt Speicherpunkte, wie man das von Konsolengames halt so gewohnt ist. Naja, halb so schlimm. Aber wie gesagt, es ging einiges seit dem Release und viele weitere Details und Gameplay-Aspekte, Bugs und Performance-Probleme wurden behoben und von daher ziehe ich auch wirklich meinen Hut vor Crytek und Saber, dass sie sich immer noch um das Spiel kümmern und es weiterhin patchen und pflegen. Crysis ist im Jahr 2021 sowie auch schon im Jahr 2007 ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will man es einfach lieben und auf der anderen Seite gibt es hier und da den ein oder anderen Wermutstropfen, den man halt runterschlucken muss.
Meine persönliche Hoffnung ist natürlich noch die Community, die in Form von Mods nachbessert und das Spiel vielleicht sogar aufs nächste Level bringt. Es gibt tatsächlich schon den ein oder anderen Mod, die das Spiel um weitere Bugfixes und Reshade und sogar das Speichern an jeder Stelle ermöglicht. Die Links dazu, die packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Was bleibt mir also abschließend zu sagen? Ich bin nach wie vor ein großer Crysis und Crytek-Fan und auch das Remaster hat mir wieder ordentlich Spaß gemacht, jetzt nachdem es wirklich gut gepatcht wurde und ganz viele Funktionen wieder drin sind. By the way, übrigens auch DLSS, was ich wirklich, wirklich sehr cool finde. Sicher, Crysis hat seine Macken und da wird auch das Remaster nichts dran ändern. Entweder man wird das Spiel mögen oder eben nicht. Für mich ist und bleibt es einer der besten Ego-Shooter-Erfahrungen, die ich je hatte und ich möchte es definitiv nicht missen. Es hat einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen. Übrigens in Crysis 3 war ich in den Top 20 im Multiplayer und ich werde das nie vergessen, wie viel Spaß ich mit der Serie hatte und auch bis heute noch habe. Aber vor allem Crytek, bitte bringt den Multiplayer zurück. Ach ja, und by the way, bevor ich es vergesse, wenn ihr Crysis 1 schon auf Steam besitzt, dann könnt ihr euch über einen Rabatt von 30% freuen, wenn ihr euch für den Kauf des Remasters entscheiden solltet. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber Nomad ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.